Ah! Mensch. Schrei doch nicht so, erschreck mich doch nicht. Was denn? Probier's, komm. Lässt du einen Kelvin in Ruhe. Ja, zu zweit seid ihr auch noch, gell? Immer im Gebüsch verstecken. Komm, wir laufen, Kelvin. Lauf! Alter, was ist mit euch nicht richtig? Wir laufen Richtung Wasser. Ja, guck dir das an. Wow. Da drüben ist die Höhle. Ach Gottchen, hey. Warte mal, kann ich das auch mal abnehmen? Warte mal, ich mal ohne. Einfach nur einen Stock in der Hand. Die ist ganz schön schnell, die Virginia. Das sieht aus wie ein Tor bei der Höhle, gell? Also hier am Boot ist nichts. Wir lassen sie in Ruhe. Damit sie sich an uns gewöhnt quasi. Das ist so toll. Ich kann nur schwärmen, Gott sei Dank. Das ist ja Wahnsinn. So, auf die Baumechanik bin ich natürlich auch gespannt, gell? Was uns da alles erwartet. So. Jetzt bin ich aber gespannt, wo dieser See ist mit der Insel in der Mitte. Wahrscheinlich ist es noch ein gutes Stück weg. Uiuiui. Oh, hier ist ein Kreuz. Jetzt wird es angezeigt. Okay. Ah, wir haben schon wieder Nacht. Warte mal, können wir das... Wo können wir uns schnell niederlassen? Unten am See, wa? Ja, unten am See, sag ich schon. Unten am, am Strand, meine ich. Na, ich häng, na. Da kann man den Spot auch noch ablaufen, da unten am Strand. Es wird schon zu dunkel hier, gell? Da ist noch ein Lager. Da ist noch ein Lager. Wenn wir da runterkommen, wäre geil. Können wir da mal zwischenspeichern. Und dort auch pennen. Huch. Oh, Alter. Oh, ich hab doch hier, Was diesen hier? Wir haben doch extra unsere schöne Fackel dabei, die genauso effektiv im ersten Teil. Ich sehe nix.
Ich rutsch irgendwo hin. Ich sehe nur Umrisse, nichts Genaues. Kelvin ist clever, er läuft außen rum. Mir sind halt die direkten Menschen und laufen da runter. So. Hallo? Das war bestimmt der Baum vom Wind. Ups. Kann das sein, dass das im Kannibalenlager ist? Ja, Kleingeld, sehr gut. Boah. Das. Scheiße. Das ist kein Lager für uns. Oh, ein Reh. Noch ein Reh. Eine Ledertasche oder ein, ja, ein Lederbeutel. Schauen wir später rein, was da ist, wenn wir wieder was sehen. Ach du Kacke. Ich sehe nur die Umrisse. Kelvin, komm, wir müssen gehen. Kelvin, wir müssen gehen. Ich sehe gar nichts. Oh fuck. Nee, wir müssen in Richtung Meer. Boah, ich sehe gar nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Schade, schade, schade. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh, das ist. Das ist nichts Genaues hier. Die sind mir irgendwie lieber, aber. Ich möchte die nicht provozieren oder so. Der Bach. So, mit einem Sprung drüber. Da ist noch ein Wasserfall. Hunger. Ist da vorne Licht? Oder wird das Wasser einfach nur vom Mond reflektiert? Vom Mond. Voll gut. Da wird das Wasser echt vom... Na, geh weg. Wird das Wasser echt vom Mond reflektiert? So, ich probiere jetzt mal hier ein Lager aufzuschlagen. Was können wir bauen? Die Zeitbombe können wir bauen. Es würde gehen. Wie spät haben wir's? 7.30 Uhr, sehr gut. Erstmal was essen. Müssen wir aufpassen, haben wir nur noch 4, wie ich das sehe, oder? 3 oder 4? 3. Eieiei. Und was trinken. So, gut. Haben wir das gemacht, dann speichern wir noch. Sehr gut, und dann mache ich noch mal eine kurze Pause, weil ich muss schon wieder mal für kleine Mädels. Dann gehen wir auch schon weiter. So, das packen wir noch ein. So, Kelvin ist. Wo ist Kelvin? Ich sehe zwar sein Zeichen. Hä? Kelvin? Da ist er.
Da, nee, Quatsch. Hä? Da ist er. Ah, gesehen, gefunden. Alles klar. Wunderbar. Machen wir hier kurz Pause. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Und dann hoffe ich, dass wir unseren Spot kriegen. Aber ich gehe ganz stark davon aus. Also dann bis gleich so 5 bis... So! Da bin ich wieder. Ich hoffe, man kann mich hören, weil ich kann es nicht genau überprüfen, weil bei mir das OBS läuft zwar, aber eben... Ja, wenn ich rausswitche, dann ist der Ton weg. Ich gehe nochmal kurz raus. Kleinen Moment. Jetzt läuft es normal. Also wenn ich im Spiel bin, läuft der Timer nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel läuft. Das ist sehr gut. Jetzt kurz was prüfen. Ja, das hätte ich auch gern noch dabei. Das ist sehr gut. Ey, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, kannst du noch ein paar Docs mit dazu packen. Und dann siehst du noch ein paar Aktivitäten mit dabei. Nee, die packe ich. Kann man das hier ein bisschen rüberschieben? Oder kann man das damit dran heften? Nö. Dann kommt sie ja damit bei. Aktivitäten. Das ist ja lustig. Das ist ja geil. So. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank an Schnuffipool. Und an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jilva Conte. Ja, danke für den Follower. Ja, dann auch Beewolf vor 8 Tagen. Honesty CVT. Auch Dankeschön. Und Dasha, auch Dankeschön. Haferflocke. Dann SCNI. Vielen Dank für die Follower. Dann haben wir noch Red Sky TV, Käsekuchen und O Street Racer O. Auch vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt habe ich hier nämlich doch die Aktivität mit reingezogen. Ja, das läuft. Vielen, vielen Dank für die Follower. Voll gut. Gefällt mir. Schön. Also, dann, bevor wir weitermachen. So, OBS stoppt da gerade wieder. Ich hoffe, die Verbindung ist noch gut. Oh, ich will noch einen Kaffee schnell. So viel Zeit muss sein. Nur et Hurtle. Es läuft. Ah. Ja, der Kaffee treibt aber auch, ne? So. Sehr gut. Du kommst einmal da kurz hin. Dann brauche ich noch meine Milch. Kaffee blond. Normalerweise auch Zucker, aber ich reduziere das gerade ein bisschen. Ja. Aber es ist ein blonder, süßer Kaffee. Jetzt nicht so wie ich, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. So, wunderbar. Sehr schön. So, und ich hoffe, wir kommen jetzt dann an ein schönes Plätzchen, weil das hört sich schon sehr interessant angehört. Was Schnuffipu gesagt hat mit dem See und der Insel drauf. Das hört sich sehr interessant an und den möchte ich gerne finden, den Spot. So. Aber wir sind ja schon wieder unten am Rand angekommen. So gut wie. Ja. Wer bist denn du? Du hast eine Maske auf, oder? Hey, Alter. Nee, du hast keine Maske auf. Wir gehen. Kelvin. Nicht weglaufen. Lauf hierher zu mir. Ich glaube, der schafft das. Ja, der schafft das. Sehr gut. Ja, ihr haut ab. Geh weg. Lass mich bloß in Ruhe. Kelvin ist am Weg. Das ist sehr gut. Ah, hier sind mehrere Dämme am Werk. Ah, hier ist auch schon das nächste Lager. Guck dir das an. Ach du Scheiße. Da ist noch ein Goldener dabei. Ah, ist das euer Lager, Leute? Kelvin? Alter, wie agil.
Wer ist denn das? Goldlöckchen? Warum kommt ihr auf mich zu? Boah, das sind mir zu viele. Nee, komm, wir gehen. Wir gehen. Komm, Calvin, nur nicht aggressiv handeln. Wir laufen weiter. Das ist aber jetzt nicht wahr. Ihr seid aber keine Kannibalen oder sowas, gell? Ja, sehr gut, Calvin, komm mit. Ich glaube, die haben gemerkt, dass wir friedfertig sind und wollen keinen Stress. Aber das Lager wäre jetzt interessant gewesen, was da noch rum gewesen ist. Baby Wolf! Ja, danke schön nochmal. Grüße dich. So. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wird schon passen, gell? Oder Beo Wolf? Ja. Ja. Und da. Oh, was ist das denn? Boah, ich gehe gleich wieder ins Stehgebiet. Da habe ich mich wohler gefühlt. Da war nichts los. So, wir laufen einfach nur weiter. Wir haben. Hi, Leute. Grüßt euch. Wir sind neu hier. Hi, grüß dich. Nein, wir sind hier nur am Weg. Nur auf der Durchreise. Ja, ganz ruhig. Jetzt rasten die da komplett aus. Geh weg. Wir sind noch nicht einmal gestorben. Das ist schon mal sehr gut. Oder verschleppt worden. Das ist auch sehr gut. Ja, momentan ist das hier echt nur eine reine Erkundungsaktion. Plus... Lager ausbeuten. Ja, jetzt sind da wieder die anderen Krepel. Die mag ich ja gar nicht, gell? Diese komplett schwarz angemalten Vierbeiner, sag ich ja mal. Ach, ich mag die Bäume. Ich laufe immer wieder dagegen. Die sind da ein bisschen komisch. Jetzt schaut euch das an. Wie gut das aussieht, oder? Da kann sich, ganz ehrlich, gell, wenn ich das so sehe, da kann sich mancher großer Entwickler mal eine Scheibe von abschneiden. Das sieht so fantastisch aus. Wirklich, wirklich toll. Wirklich toll. So, lass uns mal hier hochlaufen. Das war jetzt auch nichts. Ja, das war schon wieder ein Spot. Oder das ist der Spot, den wir noch erkunden müssen. Wir haben uns jetzt auch gar nicht so weit weg von der Bucht entfernt, wo wir jetzt gerade waren bei dem Lager, gell? So. Elvin, du bist bei mir, gell? Da läuft er. Jawohl. Sehr gut. So. Ja, ich hoffe, das ist wie im ersten Teil, wenn man gegenüber den Eingeborenen friedfertig ist, also nicht wirklich aggressiv ist, dann lassen die einen so weit in Ruhe. Es sei denn, das ist wie bei uns ja auch, dass man eine gewisse Grenze überschreitet, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, dass die uns dann auch so weit dann angreifen würden. Aber ich denke mal, die machen das genauso wie im ersten Teil, weil angeblich, das ist ein Gerücht, was ich gehört habe, soll eine Frau es geschafft haben, ohne Feindkontakt, also wirklich ohne Stress zu haben, da durch das Spiel gekommen zu sein. Ja, durch das ganze Bauen und Craften.
Da ist eine Anlegestelle. Schauen wir doch erstmal dahin. Ja, krass. Was? Eine Kiste? Okay. Ach, das ist ein Landeplatz. Anlegeplatz für Hubschrauber und Schiffe. Oh, sehr gut. Batterien und nochmal so ein Druckerharz. Hier Bojen. Können wir die bewegen? Nee. Ach, der Kelvin. Der gefällt mir. Der grinst die ganze Zeit nur. Hey, nein, die verfolgen uns. Scheiße. Nee, wir gehen. Ich hoffe ja, dass die uns nicht als feindlich ansehen. Das ist... Nee, die beobachten. Die sind nur neugierig. Okay, das passt. Akkuschrauber. Leiterplatte und noch eine Leiterplatte. Zwei Stück jeweils. Ah, hier wären noch Seile, aber ich kann keine mehr aufnehmen, gell? Nein. Draht kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Jawohl, was zum Essen und noch eine Uhr. So, jetzt pass mal auf. Die sind ja da gerade am rumwerkeln, gell? Jetzt haben wir ja auch Kleingeld gefunden. Jetzt können wir uns mal so eine Zeitbombe basteln. Batterie war, glaube ich, auch mit dabei. Eine Uhr. Oder? Nee, die Batterien kommen weg. C4. Klebeband. Stück Draht. Und... Warte mal. Wir haben das Geld, wir haben das C4. Was habe ich denn jetzt da zu viel gepackt? Ach, fünfmal. Jetzt hat. Einfach mal auf den Haufen werfen, zusammenkleben, passt schon. Sehr gut. Wird es auch eine Staffel auf YouTube geben? Ja, ich habe eigentlich vorgehabt, es als Let's Play auf YouTube zu machen. Aber ich habe so Bock, das jetzt zu spielen, weil ich zeitlich auch ein bisschen knapp bin. Ich werde auf jeden Fall den Stream auch nochmal auf YouTube bringen. In Folgen gestaffelt dann natürlich oder in Scheibchen geschnitten. Aber auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind, wird es noch auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Definitiv. Ja. Komm, Kelvin, wir laufen mal weiter. Nee, lass uns mal in Ruhe. Wir wollen. Nee, nein, wir wollen gehen. Alles gut. So. Genau. Das ist die Idee. Aber. Vielleicht machen wir das auch gemischt. Ja, dass wir das jetzt hier als Stream, so quasi als Einführung machen. Also wir zusammen. Ihr und ich. Und dann ab einem Punkt wird es dann nicht mehr live sein. Und dann auf YouTube laufen. Quasi zusammengeschnibbelt. Sondern dann als Let's Play. Laufen. So. Jetzt müssten wir hier an dem Punkt sein. Ja, ich... Boah, ein Bunker. Okay. Dafür brauche ich eine Schlüsselkarte. Eiskalte Hähnchen ist auch da. Wer begehrt Einlass? Wir. So. Ja, wunderbar. So. Ja, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, was es angeht. Aber ich denke mal, ich werde die erste Staffel als Stream machen. Mit euch das Ganze quasi alles live neu erleben. Und dann wird es wahrscheinlich noch einmal eine
zweite Staffel geben. Ja, weil es befindet sich ja im Early Access. Und da hätte ich ja richtig Bock drauf, die Entwicklung zu sehen, was sie da alles noch vorhaben und machen wollen. Das ist sehr, sehr interessant. Weil ich finde, das ist jetzt schon fertig. Aber, ja, auch klar, kleine Fehler hat das Spiel noch. Die sind sowas von akzeptabel. Die machen das Spiel ja richtig, richtig, macht das aus einfach. Wie beim ersten Teil, die ganzen Bugs und so weiter. War richtig geil. Weil man eben wusste, dass es ein kleines Team ist, was da dran arbeitet. Ja. Da verzeiht man sowas eher als bei den Großen, die quasi die Gelder zur Verfügung haben. Wir haben ja schon wieder solche. Oh, das ist neu. Ja, brutal. Das könnte schon fast Kunst sein, gell? Wie die da dranhängen. Wow. Wirklich gut gemacht. Kurz auf den GPS gucken, wo wir sind. Ich würde gern diesen Spot sehen, wo dieser See ist mit der kleinen Insel drinne. Weil wir hatten schon einen. Das war eine viel zu kleine Insel. Das waren ja 5 Meter auf 10 Meter so ungefähr. Sechster Tag ist es auf jeden Fall. Und bah, okay. 6 Tage nur rumlaufen, Lager abklappern, Insel angucken, noch keine Höhle betreten. Aber wir haben schon die Pistole, die moderne Axt. Sons of the Forest übertrifft meine Erwartungen. Absolut. Bin ich voll auf deiner Seite. Das ist. Guck dir das bitte mal an. Das sieht stellenweise so fotorealistisch aus, wenn du gerade durch diesen dichten Wald läufst. Mit den Lichteinflüssen. Das habe ich vorhin schon gesagt, vor einer Stunde oder so. Richtig krass. Und dann, wenn wir uns dann erstmal mit das Baumenü beschäftigen oder mit dem Baumenü beschäftigen, da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja sowas von gespannt. Das ist wirklich. Ich sag's euch so, wie es ist, gell? Ich bin der Meinung, dieses Spiel hebt den Survival-Aspekt oder dieses Genre meilenweit nach oben. Das ist echt fantastisch. So wirklich bringt die gar nichts mehr, gell? Das ist ein bisschen schade. Wir haben trotzdem Hunger. Wir müssen mal gucken. 4 Stück haben wir wieder. Ja, eins können wir verschmerzen. Oh, da bin ich gespannt. Ja, die Atmosphäre in den Höhlen ist brutal oder so brutal. Da bin ich echt gespannt. Das sage ich dir. Aber ich war noch in keiner drinne. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja auch so neugierig. Ja. Aber was ich schade finde, ist, dass die Fackel wieder so ein Lichtkegel von nichts hat. Dass du nur dich selber ausleuchtest, aber nicht immer ein bisschen mehr in die Tiefe. Und das Feuerzeug weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt auch nicht gerade der Bringer. Ja, dieses violette Leuchten. Das ist ein Golfplatz. Das ist ein Golfplatz. Ganz kurz bitte. Okay. Ja, brutal. Hier ist echt ein Golfplatz. Können wir das Tuch mitnehmen? Nee.
sage jetzt nicht, wir finden einen Golfschläger. Hier ist wieder so eine Vermessungsstation. Hier können wir wieder was... Hier können wir wieder was ausgraben. Also wir müssen auf jeden Fall eine Schaufel finden oder basteln, je nachdem. Ein nettes Fleckchen. Ein bisschen abseits. Da hinten könnte noch irgendwas sein. Ja. Ist auf jeden Fall eine Golfanlage. Definitiv. Was mich jetzt nur wundert ist, hier ist eine Golfanlage. Wo ist das Gebäude dazu? Hm? Kelvin, was sagst du dazu? Jetzt wollen wir mal geschwind dahinter schauen. Ob da vielleicht noch ein Lager ist oder sowas? Herzprobleme darf man in den Höhlen nicht haben. Okay. Hm. Oh, dann sind da ganz schön viele Schockmomente wahrscheinlich mit dabei, ja. Ah, ich freue mich. Die Pumpe wieder auf Ballung bringen. Also von hier aus kann ich jetzt nichts erkennen, ob da noch irgendwie ein Zelt ist oder sonstiges. Nee. Ja, sehr schön. So, jetzt pass auf. Machen wir mal die Karte größer. Jetzt sind wir ja fast im Kreis gelaufen. Wo ist denn da jetzt diese Insel mit... dieser See mit der Insel? Ha. Jetzt bin ich ja echt im Kreis gelaufen. Nee, alles klar. Wir suchen uns einen richtig schönen Spot. Jetzt nicht unbedingt diesen... diesen See mit der Insel. Das ist ja... das ist jetzt echt spannend. Wir sind jetzt echt einmal drumherum gelaufen, weil da ist die Absturzstelle. Oben an der Kante von dem GPS. Ja, sind wir echt einmal um den Kreis... also quasi im Kreis gelaufen. Ach Gott. Ja... was ist das für ein Geräusch? Hua! Beide, brauchst du ja nicht mal in die Höhle gehen. Ich hatte schon so einige Schockmomente, aber ich liebe es. Oh, ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber was war das jetzt? Dieser Grattler, warum ist der hier oben? Hier ist doch nichts. Aber was war das für ein Geräusch, dieses? Das hat sich irgendwie mechanisch angehört. Hier ist auch nochmal ein See. So ein kleiner. Aber hier ist ja echt Brachland. Weiß ich gar nicht. Ja, kurze Frage in die Runde. Kann es sein, dass es hier auch Jahreszeiten gibt? Dass sich das eventuell wechselt? Ja, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt im Frühling angefangen. Das geht dann langsam Richtung Sommer.
Haben die sowas mit eingebaut? Hier, guck mal. Da läuft er. Der Speer. Da ist auch nochmal ein Caddy. Alter. Ach du Schande. Oder ab. Das ist definitiv, das ist ein Golfplatz. So sieht ein Golfplatz aus, wenn er heruntergekommen ist. Jawohl, das ist er. Das sind die Grabbler, die so ein bellendes Geräusch machen. Ja. Ekelhaft, oder? Die sollen woanders rumkrabbeln. Aber nicht bei uns. So, da hinten. Entweder habe ich mich gerade getäuscht, in der Ferne im Wasser irgendwie eine Insel zu sehen. Oder sind das einfach die Wellen? Ich glaube, das sind die Wellen, die da so schlagen.